Die Siedelstraße sieht hier aber weitaus anders aus. Na dann. Oh, was sehe ich denn da? Ist das nicht Necrozma? Necrozma liegt kraftlos und ausgelaugt am Boden. Was macht denn der hier? Willst du das Licht des Z-Kraftrings auf Necrozma richten? Auf geht's. Let's go. Lina! Necrozma erscheint. Los, Lenny! Ja gut, mein Team ist im Arsch. Necrozma wild erscheint, Level 65. Ich würde sagen, wir schwächen das gar nicht mal. Wir machen kurzen Prozess. Dafür habe ich es mir aufgehoben. Wir haben hier einen Ultraball. Um was mit dem Ultraball probieren zu fangen. Und dann mit dem Meisterball, wenn es nicht klappt. Nehmen wir uns den Meisterball auf. Ultraball, komm. Ultraball, das wäre doch geil. Necrozma im Ultraball. Na komm. 1, 2, 3. Na, hat sich befreit. Müssen wir doch noch schwächen. Nachtieb. Oh, scheiße. Das ist effektiv. Lenny wurde besiegt. Juhu. Da hätten wir nur noch Galoppa im Team. Und das will ich nicht angreifen lassen, weil dann ist das Necrozma besiegt. Es ist doch kein Ultraball oder was. Verschwenden wir nicht die Ultrabälle. Obwohl, wäre mega. Wäre mega nice. Wenn wir das in einem Ultraball hätten. Aber wir haben nur noch zwei. Na los. Meisterball. Auf geht's. Ist ein bisschen feiger, aber auf geht's. Dann kommt es garantiert nicht raus. 1, 2, 3. Aus dem Meisterball kannst du nicht lassen. Necrozma wurde gefangen. Da haben wir unser legendäres Pokémon. Nice. Wow, wow. Necrozma. Das legendäre Pokémon. Das Licht-Pokémon. Oh, das will ich unbedingt ins Team haben. Also, hallo. Der Ruf. Die Pose. Nice. Haben wir im Team. Es hat einen Z-Kristall fallen lassen. Ach, das auch noch. Ein Lichtkristall oder was? Ultra-Necronium-Z. Ultra-Necronium-Z wurde in der Z-Kristalltasche verstaut. Faszinierend. Und wer ist denn das? Oh. Der Typ aus Pokémon. Weiß 2 und Schwarz 2. Ach, es freut mich, dich wieder zu sehen, Zwergenfee. Selbst für jemanden wie dich ist es eine bemerkenswerte Leistung, das Vertrauen von Necrozma zu gewinnen. Ich bin ganz fasziniert davon, deshalb möchte ich dir etwas schenken. Das Ultraforschungsteam hätte mich mit der Entwicklung einer neuen Maschine beauftragt, mit der sich selbst Necrozma kontrollieren lässt. Da mir der Gedanke jedoch missfiel, habe ich mir erlaubt, einige Verbesserungen darin vorzunehmen. Die Maschine ermöglicht es jetzt, Necrozma noch mehr Kraft zu entlocken. Wie das funktioniert? Es ist ganz simpel und doch genial. Die Maschine kann Necrozma mit dem legendären Pokémon Sol Galeo fusionieren. Das ist der Achromat 1198 oder wie ich ihn zu nennen pflege, Necrosol. Ah, okay. Will ich das? Will ich das haben? Will ich das benutzen? Bestimmt. Du lässt das Item Necrozol. Necrozol wurde in der Basis-Items-Tasche verstaut. Und das ist noch nicht alles. Ich habe auch eine Maschine entwickelt, die Necrozma mit dem legendären Pokémon Nulana fusionieren kann. Das ist der Achromat 1199. Oder wie ich ihn zu nennen pflege, Necrolion. Den brauche ich wohl viel eher. Weil das ist Pokémon Ultramond und ich werde Nulana wohl irgendwie ins Team bekommen. Necrolun wurde in der Basis als Flasche verstaut. Ach ja, da fällt mir ein, wie ich höre, bist du Lunana bzw. seiner ersten Entwicklungsstufe Cosmog zum ersten Mal auf dem Mahado-Bergfahrt begegnet.
Ein Trainer wie dir gelingt es sicherlich auch, die gewaltige Kräfte von Necrozmar und die des legendären Pokémon richtig einzusetzen. Auch ich habe schon meine Erfahrungen mit der Fusion von Pokémon machen können. Aber damit will ich dich jetzt nicht belästigen. Ich wünsche dir viel Erfolg auf deinen Reisen. Und er verabschiedet. Und weiter geht's auf zur Top 4 mit einem Necrozmar-Team. Ja, wenn das nicht nice ist. Ist jetzt das einzige überlebende Pokémon im Team? Den können wir gleich mal testen hier. Ich habe jede Menge Pokémon im Gepäck und dabei. Meine Pokébälle sind und mein Rucksack sind voll gepackt mit Träumen. Mit Träumen? Aha. Träumer. Backpackerin Tamaki fordert dich heraus. Emolga. Okay, Emolga versus Necrozma. Klingt fair. Auf jeden Fall. Necrozma kann gleich mal Phantomen-Gesier einsetzen. Scheint so seine Attacke zu sein. Seine, wie nennt man die? Seine Branding-Attacke oder so. Die Attacke, die zu ihm gehört. Ja, das ging schnell. Dein Team ist vollgepackt mit Talent, aber Mainz natürlich auch. Zangfee gewinnt 1224 Pokémon und geht siegreich aus dem Kampf gegen die wilde Trainerin hervor. Dann mal weiter. Der nächste Kampf. Kriegen wir auch hin. Bisher habe ich jeden Kampf verloren, aber dieser wird bestimmt anders verlaufen. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit wird er anders verlaufen. Mal im Team und der wird mit Sicherheit anders verlaufen. Letzt. Die Hoffnung stirbt wirklich als allerletztes. Necrozma. Los, Necrozma. Besiegt das Gelatwino. Ja. Ich versuch's dann mal mit Nachthieb. Los, Necrozma, Nachthieb. Okay. Das ist ein halbwegs fairer Attacker. So viel bringt die nicht. Du wie in Kraft. Oh, ich sollte Necrozma mal bei Gelegenheit seinen Z-Kristall geben. Kann der auch mal kämpfen. So, Tiefschlag, was? Nein. Traumagie. Ich habe gerade Tiefschlag gelesen. Setzt Tiefschlag ein. Eisenabwehr hatten wir noch, aber das bringt hier wohl relativ wenig. Und relativ wenig. Ja. So ungefähr. Jubelkraft. Traumagie zur Hälfte besiegt. Und dann noch haben wir die aktuelle Z-Kraft. Nein, kann er noch nicht einsetzen. Er hat seinen Z-Kristall noch nicht. Den kriegt er gleich. Können wir mal seine Z-Attacke ausprobieren. Sieht bestimmt auch ganz phänomenal aus. Necrozma. Z-Attacke. Traumagie besiegt. Juliana. Und weiter. Voran, 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 voran. Noch ein Trainer. Zwei Trainer. Hui. Die haben wir nicht angegriffen. Wir sind so vorbeigerannt. Naja, weiter. Oh, wir sind schon fast da, wie ich sehe. Fast ganz oben angekommen. Nur noch ein bisschen hohes Gras und dann hier aufs Podest steigen und auf geht's nach oben. Kommt. Kommt, aber sowas von. Das Pokémon Center. Rein da, das Pokémon Team heilen und dann geht's auf nach oben. Pokémon Team heilen, ja, auf geht's. Da sehen wir sie noch einmal alle, die wir jetzt hier im Team haben, die wir mit in den Topf hier nehmen wollen. Das Team nehme ich mit. Zum Kampf gegen die besten vier Trainer. Ja, so sieht's aus. Oh, wen haben wir denn hier? Angeblich hat Professor Kukui alle bisherigen Inselmannschaft-Champs und alle Trainer, die sämtliche Prüfungen absolviert haben, kontaktiert. Er hat sie offenbar gebeten, ihnen dabei zu helfen, den Champ für die Alola-Region zu ermitteln, der weltweit anerkannt wird. Ja, ordentlich. Du hast auch noch was zu sagen? Wusstest du, dass es in Alola eine ganze Reihe Trainer gibt, die von Power so nur trotzen? Nur so trotzen. Wenn du sie alleine besiegt hast, werde auch ich dir die Ehre eines Pokémon-Kampfes erweisen. Und zwar mit meiner vollen Power. Trainer voller Power? Wo finde ich sie? Kein Interesse. Trainer voller Power.
Diese Trainer sind so stark, dass du nur dann gegen sie antreten darfst, wenn du alle anderen Trainer besiegt hast, die sich in ihrem Gebiet aufhalten. Ach, solchen Sachen bin ich schon mal begegnet. Ich möchte gern Trainer. Ja, da sehen wir auch schon die Top 4. Machen wir was draus. Brechen wir auf. Da steht schon Professor Kukui. Ich würde sagen, hauen wir die Top 4 klein. Werden wir Meister der Pokémon-Liga. Das ist doch eine Mission. Auf geht's. Ich gratuliere, Zwergenfee. Du hast es bis hierher geschafft. Du hast alle Prüfungen erfolgreich absolviert. Selbst die großen Prüfungen. Was für eine fantastische Leistung. Vielen Dank. Ist ihm nicht kalt, ja, diese Antwort. Hier war auch schon Pokémon Sonne da. Das ein bisschen Humor. Pokémon Ultramond bzw. Sonne. Da muss ich gerade daran zurückdenken, wie du auf Route 1 deinen Partner ausgewählt hast. Alles wäre es gestern gewesen. Dann wartet auf dich eigentlich nur noch die Herausforderung der Pokémon-Liga. Darauf kannst du dich schon mal freuen. Der Mount Nanakina war seit jeher der Ort, an dem der Abschluss der Inselwanderschaft feierlich begangen wurde. Unserem legendären Pokémon zu ehren, haben wir uns darüber hinaus dazu entschlossen, unsere Pokémon hier oben zu gründen. So nah an dem Himmel wie nur irgend möglich. Ach, ich erinnere mich noch, als wäre es erst gestern gewesen. Ich stand auf dem Indigo-Plateau von dem Hauptquartier der Pokémon-Liga Kantos und war selbst darauf und dran, die Top 4 herauszufordern. Was haben mein Team und ich nur einstecken müssen bei den Arena-Lettern in Kanto? Doch meine Pokémon haben nie aufgegeben, sie haben ihr ganzes Herzblut jede einzelne Attacke gesteckt. Dieser eine Trainer mit dem Umhang und den Drachenattacken hatte mich am Rande einer... Oh, entschuldige, ich will dich jetzt nicht mit alten Geschichten langweilen. Geh einfach hinein. Aber sei auf alles vorbereitet. Hörst du? Wenn du da erst mal drin bist, musst du das auch bis zum Schluss durchziehen. Jung, auf geht's. Huch, der Pokéball fängt an zu wackeln. Silvaro kam rausgesprungen. Silvaro! Dieses Pokémon war das erste, das du dir auf deiner Reise ausgesucht hast. Du erinnerst dich an all die Abenteuer, die ihr zusammen bestanden habt. Eine wunderbare Perspektive. Und ein Donald. Ein Go! Was ist, du Donald? Oh, die drei Starter. Der verdünnisiert der Donald sich. Halten wir zunächst das Pflanzen-Pokémon Bounce. Bounce? Jede Stimme ist hier meine Stimme. Da haben wir das. Pokémon Bounce. Bounce, pass mir gut auf, meine kleinen Zahnfälle auf. Was du? Lass uns einfach ein paar Spaß haben. Dann wird es bestimmt auch ein guter Dampf draus. Ein festlicher Kampf. Ich bin paralysiert, aber das ist gelungen. Ich hätte auch gedacht, wenn wir das Team schon nicht besiegen könnten. Diese Einwanderung, genau so. Das wollte ich nicht sehen. Das ist ein ganz normaler. Hier werde ich zurückgecheckt hier. Nein. Und super Tank hier. Aber nicht mehr viele Tank. Na,
Angeln hier. Rasierblatt. Spaß. Oh, das sieht doch schon gut aus. Mach, sein Müller. Der Rest besiegt. Ja, da haben wir es geschafft. Und die Eltern, die sind einfach verfangen von uns. Nur ein Müller, das wäre viele. 13, 15. So, danke des Edelteilers. Und der Rest, wenn er gleich Level 12, obwohl er nicht mitgekämpft hat. Und du besiegst radikal Herrscher. Nice. Gut, ihr erreicht Level 17. Nice. So, Thema von Level 17. Die ersten Lücken sind neu verarbeitet. Hallo, gut, ich bin jetzt ich. Na, dann mach mal. Glückwunsch, die Hulli wurde zu einem Abrigo-Ritus. Okay. Zack. Das war's. Kramos wurde besiegt. Erfahrungspunkte. Diese Kriegshandel wurde besiegt. Und die Hulli wurde verschüttet. Und das hier? Na, das sieht ja super aus. Ich glaube, ich nehme lieber das hier. Aber dann haben wir ganz viel Deko-Artikel. Ja, so ungefähr. Nee, lass mal lieber. Ja, das ändert sich so ganz wegen dem Wasser. Das gibt doch normalerweise den Sieg. Vielleicht die Pflanze. Oder? Wasser Riese. Und lassen wir das jetzt bekämpft. Der sieht mir aber sehr intelligent aus. Übrigens nicht. Versteht er was meine? Ja, okay, man muss dann auch jetzt bekämpft. Also ja, dass sowas passieren kann. Komm, ist das letzte Pokémon, das kriegen wir hin. Komm, noch einmal rasieren. Ja, komm. Auch Renner. Ordentlich. Jetzt muss ich nur noch irgendwie einen Liebling bekommen. Ein kleines Siedewasser. Okay. Auf einen Pflanzen-Pokémon auch nicht sehr effektiv. Wie wäre es denn mit Platz werden? Das könnte doch unter Umständen was gegen einen Kabel bringen. Was? Okay. Und da haben wir Lea, das Maskottchen. Das jetzt in einer Weiterentwicklung von Mochi, ich weiß nicht mehr wie es heißt, entwickelt hat. Da haben wir Hulli, unser starker Pokémon und Ruffels natürlich. Und sein bestes Game. Die haben es lange nicht mehr in die Front geschickt. Stand immer im Hintergrund. Das ist auch sein gutes Recht als Starter und als Elster vom Team. Nicht gerade als Erster im Kampf eingesetzt zu werden. Auch jetzt vielleicht gerade in der Prüfung nicht sonderbar. Ratsam, ne, setzen, dann kann ich mich mal verabschieden, dass mein Pokémon schon, ja, kennt er bereits. Ja. Können wir die mal testen hier? Sofern du die kannst. War das nicht so? Lass mich sehen. Die Robin Hood-Attacke. Na komm. Die Hoodie-Attacke. Und hier ist diese Kraft. Das ist diese Kraft ein. Schattenfeier regieren. Oh, was? Ja, das ist die Raus- und Entwicklungs- und Z-Attacke. Genieß das. Weil das. Ja, nice. Sieht schön aus, bringt auch viel. Bringt auch schön viel. Uiuiuiui. Ja, die ist auch sehr effektiv. Flicker soll effektiv sein. Komm, hau rein. Ich sagte, hau rein, meine Hüte, wie besiegt werden. Och man, Hoodie, mein starker Pokémon. Boah. Hab ich euch mal in einem Faktenvideo was zugesagt? Faktenvideo nicht. Der Witz ist, dass die Vitale halt
verschiedenen Wörtern das A S und Namen. Kommt einem so vor, ist nicht wirklich so, aber als Deutscher, wenn du da bist, kommt dir das so vor. Und das alles hinten A S hat. Sein Team wird hier mit einem Schlag weggeratzt. Nur einen Schlag und schon ist das Team fertig. Ja, 6 Schläge dann wahrscheinlich. Phantom Geysir. Bist du bereit? Rotom Bogdes meldet sich zu Wort. Der Sieg ist bereits mein. Ja, auf geht's. Und das ist meine Antwort. Der Sieg ist bereits mein. Veni, Vidi, Vici. Wie der Part von Pokémon Sonne hieß, dem ich die Top 4 in einem Zug durchgelaufen bin. Diesmal wird es wohl ein bisschen länger dauern. Ich werde wahrscheinlich 2 bis 3 Parts daraus machen. Es wird nicht in einem Part erkannt werden. Das ist nicht der Plan. Und ich habe auch schon so eine Idee, wie lange das Let's Play insgesamt jetzt noch dauern wird. Weil ich bin jetzt an einem Punkt angekommen, der schon ziemlich zentral zeigt, es geht zu Ende. Ja, das ist jetzt wirklich, wenn ich die Top 4 geschafft habe, ist die Story zu Ende. Dann kriegen wir einen Abspann präsentiert. Und ja, es gibt dann aber noch ein klein wenig Afterstory. Und da ich mich auch informiert, ach ja, sie friert. Kann schon mal vorkommen, wenn man auf so einem hohen Berg, von einer Bergspitze steht, wo überall Schnee ist und wo es hier auch von oben runter schneit. Da kann man schon mal frieren. Ja, also wie gesagt, es gibt ein bisschen Afterstory, die werde ich noch machen. Ich werde nicht alles aus der Afterstory machen. Also, da gibt es noch ein paar Überraschungen, die sage ich jetzt noch nicht an, die will ich jetzt noch nicht spoilern, aber da gibt es noch was ganz Großes, was sogar schon in den Trailern angekündigt wurde. Und das mache ich auch noch und so ein paar Kleinigkeiten noch daneben. Also, ich habe es vorhin mal ausgerechnet, so knapp 73 Parts dürfte dieses Spiel haben, wenn ich das jetzt dann zu Ende spiele mit der Afterstory. Also so ein bisschen sind wir noch beschäftigt, aber nicht mehr lang, weil jetzt sind wir schon vorbei mit dem Ding. Also, ich würde mal sagen, brechen wir auf zur Pokémon-Liga. Fordern wir die Top 4 heraus. Tritt ein, möge der Sieg dein sein. Tritt ein, möge der Sieg dein sein. Sind beides Zwillinge oder was? Sagen das Gleiche. Na dann, auf geht's. So, der Weg ist versperrt, wir kommen nicht mehr raus. Jetzt sind wir drin. Jetzt müssen wir uns dem Ganzen stellen. Ob wir wollen oder nicht. Nicht 3, nicht 5, sondern 4. 4 Herausforderungen erwarten dich. In jeder Region steht an der Spitze der Pokémon-Liga 4 irre starke Trainer. Die sogenannten Top 4. Und ich hätte vielleicht vorher nochmal ein paar Tränke besorgen sollen, aber was soll's. Hab ich verpasst. Naja, vielleicht versuchen wir es mal ohne Tränke. Ja, wir haben ja ein paar Tränke und Beleber. Naja, mal schauen. Notfalls im zweiten Anlauf. Also habe ich auch 4 Trainer auserkoren, die ersten Top 4 von Alola zu werden. Und du musst jeden von ihnen besiegen. Erst dann darfst du wieder nach draußen. Außer natürlich, du verlierst mittendrin. Klingt großartig. Ich bin dabei. Hui. So ist es gut. Wenn du nervös wirst, überträgt sich der sonst auch auf deinen Pokémon. Du machst das schon. Bleib locker. Ich erwarte spannende Pokémon-Kämpfe mit starken Attacken. Ein heftiger als die andere. Viel Glück, Zwergvieh und Turkanon. Okay, wieso Turkanon? Der sitzt an der Spitze. Der ist mein Leader-Pokémon sozusagen, Turkanon deshalb. Ah, okay. Hier haben wir in diesem Bereich, das sieht aus nach Psycho. Könnte Psycho sein. Oder Gift. Das ist Flug-Pokémon. Das da drüben. Das sind die lieben. Das könnte Gestein oder Kampf sein. Ich glaube eher Gestein. Und hier haben wir. Hier haben wir Normal-Pokémon. Okay, dann würde ich es machen von links nach rechts. Normal, Gestein. Und ja, machen wir hier Psycho oder Geist. Ich vermute das Geist und dann das als letztes als Finale die Flug-Pokémon. Ja, ich würde sagen, machen wir so.
Weiter geht's im nächsten Part. Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ihr kein weiteres Video mit dem Zwergenfrost verpassen wollt. Hier geht's direkt mal weiter gleich. Nächsten Part mit dem hier, dem linken Herausforderer. Machen wir so. Man sieht sich im nächsten Part. Gehabt euch wohl, haut drinne. Ciao, ciao.